Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen. Herzlich willkommen zur 267. Folge Angewandte Mathematik für Ingenieure. Für allgemeine Differentialgleichungssysteme erster Ordnung gibt es bis auf wenige Ausnahmefälle keine allgemeine Lösungstheorie. Etwas besser sieht es dann schon aus, wenn man lineare Differentialgleichungssysteme erster Ordnung betrachtet. Und was wir unter einem linearen Differentialgleichungssystem erster Ordnung verstehen wollen, das habe ich hier vorab schon einmal in einer Definition aufgeschrieben. Sie sehen also, wir haben hier offensichtlich n gekoppelte lineare Differentialgleichungen erster Ordnung, also beginnend mit y1', y2' bis y-index n'. Und diese ganzen n-linearen inhomogenen Differentialgleichungen erster Ordnung können wir auch kurz zusammenfassen, indem wir die ganzen Ableitungsfunktionen y1', y2' und so weiter zusammenfassen als ein Vektor y', das habe ich hier rechts hingeschrieben, das ist also äquivalent. Und wir fassen dann die ganzen Koeffizientenfunktionen a-index 1, 1 und so weiter bis a-index n, n zusammen zu einer Koeffizientenmatrix, die ich hier mit groß A von x bezeichnet habe. Das Ganze muss dann noch multipliziert werden mit dem Lösungsvektor y plus den Inhomogenitätsvektor b von x. Und die ganze rechte Seite können wir natürlich in Kurzform wieder schreiben. Das ist eine vektorwertige Funktion groß f in Abhängigkeit von x und dem Lösungsvektor y. Dieses Differentialgleichungssystem wollen wir als lineares Differentialgleichungssystem erster Ordnung bezeichnen. Dabei wird hier allerdings vorausgesetzt, dass die ganzen Koeffizientenfunktionen a-Index kl von x als auch die ganzen Inhomogenitäten, die hier auftreten können, nämlich b-Index k von x, für alle k und alle l aus der Menge 1, 2 bis n auf einem gemeinsamen Definitionsintervall, und dieses Definitionsintervall soll eine offene Menge der reellen Zahlen sein, und zwar eine offene Menge von Alpha bis Beta. Dass diese ganzen Koeffizientenfunktionen und die Inhomogenitäten alle auf diesem Intervall definiert sind und stetig sind. Das wollen wir hier also voraussetzen, und wir wollen dann noch vermerken, ist keine Inhomogenität vorhanden, also der Inhomogenitätsvektor b ist der Nullvektor, dann nennen wir ein solches System homogen. Ansonsten, falls eine Inhomogenität hier vorliegt, heißt dieses Differentialgleichungssystem inhomogen. Und die zweite Bemerkung, die ich hier vielleicht noch machen möchte, ist, haben wir den Spezialfall, dass die Matrix A, die sämtliche Koeffizientenfunktionen enthält, nicht von x abhängig ist. Das heißt, dass die ganzen Koeffizienten hier letztendlich konstante Zahlen sind. Dann sagen wir, es handelt sich hier um ein lineares Differentialgleichungssystem erster Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Nach dem Existenz- und Eindeutigkeitssatz von Picard und Lindelöf, den wir ja im letzten Video behandelt haben, ist klar, dass jedes Anfangswertproblem um jeden Punkt x0 aus diesem Intervall von Alpha bis Beta eine eindeutige Lösung haben muss. Also, das schreibe ich hier vielleicht mal auf. Wir betrachten jetzt also das Anfangswertproblem. Y' ist gleich die Koeffizientenmatrix a von x multipliziert mit y plus der Inhomogenitätsvektor b von x. Das ist also unser Differentialgleichungssystem zunächst einmal. Und wir wollen jetzt noch zusätzlich eine Anfangsbedingung betrachten, nämlich y an der Stelle x0 soll gleich y0 sein. Und dieses Anfangswertproblem ist eindeutig lösbar, ist eindeutig für alle x0 aus diesem offenen Intervall von Alpha bis Beta lösbar. Warum ist das so? Ja, nach dem Satz von Picard und Lindelöf müssen wir eigentlich nur zeigen, dass die rechte Seite der Differentialgleichung, also letztendlich unsere vektorwertige Funktion groß f, die habe ich hier oben nochmal doppelt unterstrichen, letztendlich stetig partiell differenzierbar ist.
Ja, dazu reicht es auch aus, wenn wir jetzt eine Komponentenfunktion dieser vektorwertigen Funktion groß f betrachten. Ich betrachte hier einmal die Komponentenfunktion f-Index k, die abhängig ist von x und y. Und diese Komponentenfunktion können wir ja auch kurz schreiben als endliche Summe von l gleich 1 bis n über die Koeffizientenfunktionen a-Index kl in Abhängigkeit von x multipliziert mit y-Index L plus der Inhomogenität b-Index k von x. Und diese Funktion ist offensichtlich, diese Komponentenfunktion, wie Sie sehen, da ja AKL als auch BK stetig sind, ist diese Funktion auf jeden Fall stetig, also ist stetig und zwar für alle K-Element aus der Menge 1, 2 und so weiter bis n. Das heißt, alle Komponentenfunktionen werden also stetig und damit ist auch die gesamte rechte Seite, also die vektorwertige Funktion groß f stetig. Da nach Voraussetzung nun diese Koeffizienten AKL stetig sind, heißt das letztendlich, wenn ich jetzt mal die partiellen Ableitungen mir anschaue von der Komponentenfunktion f-Index k im Punkt x und im Vektor y und leite diese Komponentenfunktion nach einer beliebigen Variable yL jetzt partiell mal ab, dann erhalten wir doch offensichtlich, wenn Sie das ableiten, ja, das liefert gerade die Komponentenfunktion a-Index kl von x. Und wir wissen, dass diese Komponentenfunktion nach Voraussetzung stetig ist. Das heißt also, dass sämtliche partiellen Ableitungen existieren und offensichtlich stetig sind. Also diese partiellen Ableitungen existieren und sind offensichtlich stetig. Und das gilt offensichtlich für sämtliche k und l aus der Menge 1, 2 und so weiter bis n. Für lineare Differentialgleichungssysteme erster Ordnung gilt nun der folgende Satz, den ich hier ohne Beweis nur angeben möchte. Und zwar lautet unser erster Satz folgendermaßen. Und zwar betrifft er letztendlich unsere Lösung dieses Differentialgleichungssystems und im Prinzip, wo diese Lösung hier existiert. Und zwar lautet der Satz folgendermaßen: Wenn alle Koeffizientenfunktionen a-Index kl und alle Inhomogenitäten b-Index k stetige Funktionen sind, und zwar auf einem Intervall, und zwar wie wir es oben festgelegt haben, auf diesem offenen Intervall Alpha Beta, was ja eine Teilmenge der reellen Zahlen war. Wenn also diese Koeffizientenfunktion und die Inhomogenität stetige Funktionen auf diesem Intervall sind, dann hat das Anfangswertproblem, und das kürze ich hier wieder ab, wie gewohnt durch AWP. Und zwar betrachten wir das Anfangswertproblem, so wie ich es oben schon einmal hingeschrieben habe, nämlich der Vektor y' ist gleich die Koeffizientenmatrix a von x multipliziert mit y plus der Inhomogenitätsvektor b von x. Das ist unser Differentialgleichungssystem letztendlich und wir betrachten jetzt noch eine Anfangsbedingung, nämlich y an der Stelle x0 soll gleich sein y0. Dann hat das Anfangswertproblem zu jedem x0, was Sie aus diesem offenen Intervall Alpha und Beta wählen können, dann hat das Anfangswertproblem zu jedem x0 aus diesem Intervall und für alle Vektoren y0 aus dem R auch n eine Lösung auf dem ganzen Intervall. Und das ist hier wichtig, deswegen möchte ich das hier gleich mal unterstreichen. Auf dem ganzen Intervall von Alpha bis Beta.
Dieses gilt im Allgemeinen nicht für nichtlineare Differentialgleichungen. Der Satz von Picard-Lindelöf sagt ja nur aus, dass ein Anfangswertproblem eine Lösung in der Umgebung der Stelle x0, also wenn Sie das Anfangswertproblem betrachten mit dem Anfangswert y an der Stelle x0 ist y0, dann sagt der Satz von Picard-Lindelöf letztendlich nur aus, dass das Differentialgleichungssystem eine Lösung besitzt in der Umgebung dieses Punktes. Haben Sie allerdings ein lineares Gleichungssystem, dann existiert sogar die Lösung auf dem kompletten offenen Intervall von Alpha bis Beta, nämlich da, wo auch die Koeffizientenfunktionen als auch die Inhomogenität stetig ist. Ich möchte dazu mal ein Beispiel betrachten einer inhomogenen Differentialgleichung, und zwar der Einfachheit halber betrachten wir nur mal eine einzige, also eine skalare Differentialgleichung, und die soll mal lauten y' ist y², und wir wollen folgenden Anfangswert hier mal vorgehen, y von 0 soll mal 1 sein. Zunächst einmal sehen wir, die rechte Seite dieser Differentialgleichung ist hier offensichtlich auf der Menge der ganzen reellen Zahlen stetig partiell differenzierbar. Stetig ist die rechte Seite auf jeden Fall. Bilden Sie die partielle Ableitung nach y, erhalten Sie ja 2 mal y. Und diese Ableitung ist ebenfalls wieder stetig, sodass wir ja sagen können, dass die rechte Seite stetig partiell differenzierbar ist. Nach dem Satz von Picard und Lindelöf, den wir ja im letzten Video behandelt haben, hat also dieses Anfangswertproblem folglich eine eindeutige Lösung. Es wird sich jetzt aber zeigen, dass diese Lösung nicht mehr auf der ganzen Menge der reellen Zahlen definiert sein wird. Und dazu wollen wir die Differentialgleichung zunächst einmal lösen. Und diese Differentialgleichung lässt sich lösen mit Hilfe der Separation. Sie sehen ja, diese Differentialgleichung ist offensichtlich separierbar, so dass wir auf der linken Seite das Integral erhalten, dy dividiert durch y Quadrat, und diese Lösung dieses Integrals ist hier offensichtlich minus 1 dividiert durch y. Und die rechte Seite würde dann ein Integral liefern über 1 dx, und dieses Integral liefert offensichtlich x plus einer willkürlichen Integrationskonstanten aus der Menge der reellen Zahlen. Das können wir sofort auflösen, das Ganze hier. Wir halten also für y von x, ja, das ist ja nichts anderes wie minus 1 dividiert durch x plus c. Und im nächsten Schritt werden wir jetzt die Anfangsbedingung hier einarbeiten, um die Integrationskonstante noch zu ermitteln. Das heißt, wir bilden jetzt y an der Stelle 0. Das würde bei uns ja liefern minus 1 dividiert durch c. Und das muss sein gerade 1. Das fordert ja unsere Anfangsbedingung. Daraus erkennen wir sofort, c muss offensichtlich minus 1 sein, und daraus folgt für die Lösung, die eindeutige Lösung dieses Anfangswertproblems, y von x ist gleich minus 1 dividiert durch x minus 1. Und Sie sehen, dass diese Lösung nicht mehr überall definiert ist, denn an der Stelle x gleich 1 haben Sie ja hier eine Polstelle vorliegen. Das heißt, diese Lösung gilt offensichtlich nur noch für alle x-Element aus, ja, aus welchem Intervall jetzt. Wir müssen bedenken, unsere Lösung muss ja durch diesen Anfangspunkt hindurchgehen. Das heißt, wir müssen uns hier beschränken auf das offene Intervall von minus unendlich bis 1. Und das ist offensichtlich eine Teilmenge von R. Obwohl die rechte Seite dieser inhomogenen Differentialgleichung auf ganz R stetig war und stetig partiell differenzierbar war, ist hier in diesem Fall die Lösung nicht mehr auf ganz R, also nicht mehr global vorhanden, sondern nur noch auf einem Teil, auf einer Teilmenge dieser reellen Zahlen. Anders sieht es allerdings aus, wenn Sie eine lineare Differentialgleichung betrachten. Dort existiert die Lösung dann, wie gesagt, global auf der ganzen Menge von Alpha bis Beta. So, auch hier gilt wieder, wie bei skalaren Differentialgleichungen, dass sich die allgemeine Lösung eines Differentialgleichungssystems erster Ordnung zusammensetzt aus der allgemeinen Lösung des homogenen Differentialgleichungssystems und einer speziellen Lösung, beziehungsweise man kann auch sagen, einer partikulären Lösung des inhomogenen Systems. Und das ist jetzt unser zweiter Satz, den wir wieder beweisen werden. Also den Beweis des ersten Satzes lasse ich hier mal aus. Und zwar, die allgemeine Lösung eines inhomogenen Differentialgleichungssystems
eines inhomogenen Differentialgleichungssystems. Und dieses Differentialgleichungssystem sieht dann folgendermaßen aus. Der Vektor y abgeleitet ist a von x multipliziert mit y plus die Inhomogenität b von x ist die Summe, und zwar lässt sich die Lösung darstellen, y ist gleich y-Index h plus y-Index p. Dabei ist yh, also y-Index h besser gesagt, dabei ist y-Index h die allgemeine Lösung des homogenen Differentialgleichungssystems genau genommen. Ja, das schreibe ich auch mal so auf, des homogenen und y-Index p eine partikuläre Lösung des inhomogenen Differentialgleichungssystems. So, diesen Satz, den wollen wir einmal beweisen. Und ich möchte hier, um den Schreibaufwand hier wieder etwas in Grenzen zu halten, mal auf die Argumente hier verzichten. Zunächst einmal gilt nach Voraussetzung, dass y-Index h eine Lösung des homogenen Differentialgleichungssystems sein soll. Das heißt, yh abgeleitet muss dann offensichtlich gerade a mal yh sein. Und wir wissen, nach Voraussetzung soll yp, Index p, eine spezielle Lösung des inhomogenen Systems sein. Das heißt, yp abgeleitet muss sein a mal y-Index p plus der Inhomogenität b. Wie gesagt, auf die Argumente möchte ich hier mal verzichten. Und wir werden jetzt zuerst einmal zeigen, y gleich yh plus yp ist Lösung des homogenen Differentialgleichungssystems. Das werden wir im ersten Schritt einmal zeigen, dass überhaupt diese Summe yh plus yp tatsächlich unser Differentialgleichungssystem erfüllt. Dazu betrachten wir unsere Koeffizientenmatrix an der Stelle y plus die Inhomogenität b. Das liefert also bei uns a mal, ja, wir schreiben also y-Index h plus y-Index p plus b. Und nach den Rechenregeln für Matrizen können wir das hier etwas aufspalten. Das gibt a mal y-Index h plus a mal y-Index p plus unsere Inhomogenität b. Und Sie sehen, da nach Voraussetzung ja yh eine Lösung des homogenen Systems sein soll, muss hier der erste Summand gerade ergeben y-Index h'. Und der zweite Summand muss gerade ergeben die partikuläre Lösung yp abgeleitet, da ja yp eine Lösung sein soll des inhomogenen Systems. Das heißt, wir halten hier also yh' plus y-Index p'. Und das können wir mit der Summenregel aus der Differentialrechnung offensichtlich zusammenfassen. Das ist yh plus y-Index p abgeleitet. Ja, und das ist nichts anderes wie y'. Damit wäre also gezeigt, dass tatsächlich diese Summe yh plus yp unser Differentialgleichungssystem löst. Und im zweiten Schritt müssen wir jetzt noch zeigen, dass es ausreicht, nur eine einzige spezielle oder partikuläre Lösung anzugeben. Und zwar betrachten wir jetzt mal den Fall, wir hätten eine zweite partikuläre Lösung, die möchte ich hier mal mit y-Tilde bezeichnen, mit y-Index t-Tilde, und die soll ungleich sein unserer partikulären Lösung y-Index p. Und wir nehmen mal an, sei dieses eine weitere partikuläre Lösung
des inhomogenen Differentialgleichungssystems. Das wollen wir mal annehmen. Und wir werden jetzt zeigen, dass diese Lösung Y-Index P Tilde bereits in der homogenen Lösung enthalten ist. Das möchte ich hier vielleicht nochmal vermerken, was wir überhaupt zeigen wollen. Zeige YP Tilde ist in der Lösung, nämlich in der Lösung Y gleich Y-Index H plus Y-Index P bereits enthalten. Das wollen wir jetzt also nachweisen. Das heißt also, letztendlich muss die Lösung YP Tilde in der homogenen Lösung schon drin stecken. Und das zeigen wir dadurch, indem wir jetzt die Differenzfunktion betrachten. Und zwar definiere ich mir mal Y-Index D soll gleich sein, und zwar die Differenz aus diesen beiden partikulären Lösungen, also einmal aus YP Tilde und aus YP. Und wir werden das jetzt einsetzen in die inhomogene Differentialgleichung oder in das inhomogene Differentialgleichungssystems, muss man hier genauer sagen. Dann erhalten wir doch offensichtlich Folgendes. Ich leite zunächst einmal die Differenzfunktion ab. Nach den Rechenregeln der Differentialrechnung können Sie dann jeden Summanden für sich ableiten. Das heißt, Sie erhalten YP Tilde abgeleitet minus YP abgeleitet. Das ist aber gerade, weil ja YP Tilde als auch YP selbst wieder Lösungen sind der inhomogenen Differentialgleichung, kann ich also schreiben für Y-Index P Tilde abgeleitet, das ist gleich A multipliziert mit Y-Index P plus der Inhomogenität B. Minus und für YP abgeleitet, da Y-Index P ja ebenfalls eine inhomogene Lösung sein soll, können wir dafür schreiben, dass es A mal YP, ich habe hier ein Tilde vergessen, sehe ich gerade, im ersten Summanden, plus die Inhomogenität B. So lösen Sie die Klammern jetzt auf, erhalten Sie ja also offensichtlich nur noch A mal YP Tilde minus A mal Y-Index P. Und mit den Rechenregeln für Matrizen können wir die Matrix hier ausklammern und können schreiben A mal in Klammern YP Tilde minus YP. Das ist aber gerade A mal unsere Differenzfunktion. So hatten wir ja unsere Differenzfunktion gerade definiert. Und das bedeutet also offensichtlich, diese Differenzfunktion, wie Sie sehen, muss die homogene Differentialgleichung offensichtlich erfüllen. Also Y-Index D ist Lösung, folgt jetzt daraus, ist Lösung des homogenen Differentialgleichungssystems. Und das heißt doch nichts anderes, dass unsere Lösung YP Tilde offensichtlich in der homogenen Lösung enthalten sein muss. Denn stellen Sie diese Gleichung hier einmal um nach Y-Index P Tilde, erhalten Sie ja, Y-Index P Tilde wäre gerade YD. Und diese Lösung YD ist ja in unserer homogenen Lösung enthalten plus YP. Und damit wäre dieser Satz schon bewiesen. Also es reicht hier also aus, wie Sie sehen, nur eine einzige spezielle Lösung dieses inhomogenen Differentialgleichungssystems zu finden. Wie bei skalaren Differentialgleichungssystemen muss nun auch hier die allgemeine Lösung des homogenen Differentialgleichungssystems gefunden werden und offensichtlich nur eine einzige spezielle Lösung des inhomogenen Differentialgleichungssystems. Und die Frage, die sich jetzt stellt, ist: Wie sieht jetzt überhaupt die Struktur des Lösungsraums für die homogene Differentialgleichung aus? Und dazu betrachten wir zunächst einmal den Vektorraum der m mal stetig differenzierbaren Funktion, den wir schon in der linearen Algebra eingeführt haben. Und das möchte ich hier kurz noch einmal wiederholen. Seien zunächst einmal m und n zwei beliebige natürliche Zahlen, die auch Null sein können. Und dann definieren wir uns oder haben definiert, was wir unter der Menge C hoch m von j nach r verstehen wollen. Und zwar war das in der linearen Algebra folgendermaßen definiert. Darunter verstehen wir die Menge aller vektorwertigen Funktionen, die eine Abbildung sind, aus einem reellen Intervall j,
also ein Teilintervall der Menge der reellen Zahlen in die Menge R auch n hinein, wobei hier die Funktion, die vektorwertige Funktion f ist m mal stetig differenzierbar. M mal stetig differenzierbar. Das hatten wir also verstanden unter der Menge C hoch M. Und in der linearen Algebra wurde gezeigt, dass diese Menge ein Vektorraum ist, ist ein Vektorraum. Das möchte ich jetzt nicht wiederholen. Und wir können jetzt aber eine Abbildung mal definieren, und zwar eine lineare Abbildung, die ich hier mit L bezeichnen möchte. Und das soll eine Abbildung sein aus der Menge der einmal stetig differenzierbaren Funktionen in die Menge der reellen Funktionen. In die Menge der stetigen Funktionen von J in den R auch n hinein. Wobei hier jeder Vektor aus dem Definitionsbereich, also aus der Menge der stetig differenzierbaren Funktion, zugeordnet werden soll, der Vektor y abgeleitet minus a von x multipliziert mit y. Und ich möchte jetzt zeigen, dass diese Abbildung tatsächlich linear ist. Also diese Abbildung ist eine lineare Abbildung. Lineare Abbildung. Und was eine lineare Abbildung ist, das hatten wir ja definiert und eingeführt in der linearen Algebra, und zwar im Video Nummer 138. Wir müssen jetzt also zunächst einmal die beiden Linearitätsbedingungen überprüfen, und das möchte ich jetzt hier einmal tun. Seien dazu zunächst einmal y1 und y2 zwei vektorwertige Funktionen aus der Menge c hoch 1, also aus der Menge der stetig differenzierbaren Funktion von j nach r hoch n, und wir betrachten hier eine Zahl Lambda, und das soll eine beliebige reelle Zahl sein. Die erste Linearitätsbedingung lautete folgendermaßen: Wir schauen uns einmal an die lineare Abbildung an der Stelle y1 plus y2. Gehen wir in unsere Definition jetzt hinein, ist das ja nichts anderes als y1 plus y2 abgeleitet, minus die Koeffizientenmatrix. Ich möchte hier auf die Argumente mal verzichten. Das x lasse ich hier also weg, multipliziert mit y1 plus y2. Dann können wir zunächst einmal mit der Ableitungsregel, mit der Summregel genau genommen, hierfür schreiben, das ist y1' plus y2', und mit den Rechenregeln für Matrizen können wir schreiben, das ist minus a mal y1 minus a mal y2. Und das Ganze lässt sich jetzt noch etwas zusammenfassen. Das ist y1' minus a mal y1 plus y2 abgeleitet minus a mal y-2. Und wenn Sie sich die ersten beiden Summanden einmal anschauen, dann ist das gerade die lineare Abbildung an der Stelle y1. Und die beiden letzten Summanden würden gerade die lineare Abbildung an der Stelle y2 ergeben, so dass hier offensichtlich herauskommt, dass es L an der Stelle y1 plus L an der Stelle y2. Damit wäre die erste Linearitätsbedingung überprüft, und wir wollen jetzt noch die zweite Linearitätsbedingung überprüfen. Dazu betrachten wir L an der Stelle Lambda mal y1. Gehen wir wieder rein in unsere Definition, in die Abbildungsvorschrift hier oben, dann wäre das Lambda mal y1 abgeleitet minus a multipliziert mit Lambda mal y1. Nach den Rechenregeln aus der Differentialrechnung erhalten Sie, ja, die Konstante können Sie vorziehen, Sie erhalten also Lambda mal y1 abgeleitet, und dieses Lambda, was vor diesem Vektor y1 hinter der Matrix A steht, das können wir mit den Rechenregeln für Matrizen auch vor die Matrix ziehen, also erhalten wir minus Lambda mal a multipliziert mit y1. Und Sie sehen, es lässt sich hier offensichtlich das Lambda ausklammern, also Lambda mal Klammer auf y1' minus a mal y1. Und Sie sehen, der Inhalt in dieser eckigen Klammer ist ja nichts anderes als L an der Stelle y1.
Das heißt, wir haben auch die zweite Linearitätsbedingung hier nachgewiesen. Das ist also Lambda mal L an der Stelle y1. Also handelt es sich offensichtlich bei L um eine lineare Abbildung, wie Sie sehen. Betrachten wir jetzt nochmal unser homogenes Differentialgleichungssystem erster Ordnung. Das homogene Differentialgleichungssystem sieht ja folgendermaßen aus, und zwar y' ist gleich die Koeffizientenmatrix a von x multipliziert mit y. Das ist offensichtlich äquivalent, indem wir jetzt die lineare Abbildung benutzen, indem wir L von y gleich 0 schreiben. Da L nun eine lineare Abbildung ist, heißt das, wir suchen von dieser linearen Abbildung offensichtlich den Kern dieser linearen Abbildung. Und in der linearen Algebra hatten wir für den Kern Folgendes geschrieben. Der Kern ist also, das möchte ich hier auch nochmal wiederholen, der Kern dieser linearen Abbildung wurde definiert, das ist die Menge aller y in unserem Fall, für die gilt, dass y zunächst einmal in unserem Fall stetig differenzierbar sein muss, also eine Funktion aus der Menge c hoch 1 von j in den r hoch n sein muss und zusätzlich L von y ist gleich 0. Und das, dieser Kern, das hat mir linearen Algebra gezeigt, ist immer eine Teilmenge in unserem Fall aus dem Vektorraum c hoch 1. Wie gesagt, das ist eine Wiederholung gewesen aus der linearen Algebra. Das Ganze können Sie sich nochmal anschauen, wenn Sie das jetzt nicht parat haben. Das wurde im Video Nummer 140 alles eingeführt. Das möchte ich ja auch nochmal vermerken. Da nun C1 ein Vektorraum ist und die lineare Abbildung linear, wie gesagt, ist, das haben wir eben gerade gesehen, und wir wissen auch aus der linearen Algebra, dass der Kern selbst wieder ein Untervektorraum des Vektorraums C hoch 1 ist. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt, ist, wenn der Kern selbst ein Vektorraum ist, also ein Teilraum oder Untervektorraum, wie man auch sagt, welche Dimension hat eigentlich dieser Untervektorraum? Und das ist hier die Frage. Und wir wollen jetzt noch klären, nach obigem Satz gilt ja, dass das Anfangswertproblem, dass dieses hier, das rahme ich hier mal ein, also diese Differentialgleichung, oder ich schreibe sie nochmal hin vielleicht, und wir wissen nach obigem Satz, dass unser Anfangswertproblem y' gleich a von x mal y, das ist ja äquivalent, wie wir eben gesehen haben, zu L von y gleich 0, und wir betrachten jetzt noch zusätzlich die Anfangsbedingung y an der Stelle x0 soll mal gerade y0 sein. Und wir wissen nach unserem obigen Satz, dass dieses Anfangswertproblem offensichtlich für jedes x0 aus der Menge j und alle y0 aus dem r auch n eine eindeutige Lösung hat. Also dieses Anfangswertproblem hat für jedes x0 aus der Menge j und für alle Vektoren y0 aus dem R auch n eine eindeutige Lösung. Das wissen wir aus unserem obigen Satz bereits schon. Und was wir jetzt machen werden, ist, ich werde jetzt eine weitere Abbildung einführen, die ich hier mit t bezeichnen möchte. Und zwar soll das eine Abbildung sein, die aus dem Kern von L in die Menge R auch n hineinläuft. Wobei hier also jedem y aus dem Kern von L zugeordnet werden soll, jetzt unsere Anfangsbedingung, nämlich y 0. Also das ist ja letztendlich nichts anderes wie y an der Stelle x 0. Und wir werden jetzt, hier darf kein Pfeil rüber über x0, da habe ich mich verschrieben, Entschuldigung. Und wir werden jetzt zunächst einmal zeigen, dass diese Abbildung surjektiv ist. Also erstens, ja, das schreibe ich vielleicht mal so hin, t ist surjektiv. Warum ist t surjektiv? Und zwar ist sie surjektiv, weil es zu jedem y0 aus dem r auch n eine Funktion y aus dem Kern von L gibt. T ist surjektiv, weil zu jedem y0 aus dem R auch n
eine Funktion. Eine Funktion y aus dem Kern von L existiert. Existiert. Das sagt ja gerade unser obiger Satz aus, egal welches y0, also welchen Anfangswert y0, aus dem R auch N Sie auch wählen mögen, Sie finden immer ein y aus dem Kern von L, weil ja nach dem Existenzsatz eine Lösung auf jeden Fall existieren muss. Und zweitens, diese Abbildung T ist auch injektiv. Und zwar deswegen, weil, warum ist sie injektiv? Weil die Lösung eindeutig ist. Weil die Lösung des homogenen Differential oder des Anfangswertproblems, besser gesagt, weil die Lösung y eindeutig ist. Und das bedeutet doch insbesondere, dass diese Abbildung T offensichtlich bijektiv sein muss. Daraus folgt also, die Abbildung T ist offensichtlich bijektiv. Das heißt, die Abbildung T ist offensichtlich ein sogenannter Isomorphismus. Und wir wissen aus der linearen Algebra, Isomorphismus, das muss ich nochmal ausschreiben zunächst einmal, wir wissen aus der linearen Algebra, dass dann gelten muss, und zwar, das wissen wir aus dem Video Nummer 140 wiederum, in diesem Fall, wenn sich das um einen Isomorphismus handelt, dass die Dimension des Kerns von L in diesem Fall gerade n sein muss. Und damit wäre dieser Satz hier offensichtlich schon bewiesen. Das heißt, der Kern von L wird offensichtlich jetzt durch n linear unabhängige Basisvektoren aufgespannt und jede Lösung des homogenen Differentialgleichungssystems ist dann eine Linearkombination der n linear unabhängigen Basisvektoren. Allerdings gibt es hier ein Problem, und zwar das Problem ist, wie findet man überhaupt von einem homogenen linearen Differentialgleichungssystem die n-linear unabhängigen Basisvektoren? Und da kann ich Ihnen gleich sagen, dass in den allermeisten Fällen hier keine Basis gefunden werden kann, denn es gibt keine allgemeine Lösungstheorie, bis auf wenige Beispiele ausgenommen, mit denen wir uns dann noch in den weiteren Videos beschäftigen werden. Es gibt hier aber allerdings einen Sonderfall, und zwar wenn die Koeffizientenmatrix, also unsere Matrix A, nicht von x abhängig sein sollte, das heißt, wir haben hier konstante Koeffizienten vorliegen, dann gibt es tatsächlich ein systematisches Lösungsverfahren, auch mit diesen systematischen Lösungsverfahren werden wir uns in den folgenden Videos noch ausführlich beschäftigen. Zu diesem Video ist ein Lehr- und Übungsbuch erhältlich, das neben der Theorie vor allem aber eine große Anzahl an prüfungsrelevanten Übungsaufgaben mit ausführlichen Lösungen enthält. Durch einen Klick auf die rechts oben stehende Infokarte gelangen Sie auf unsere Homepage www.inkmatte.de und können dort dieses Buch bestellen oder auch nur einige Seiten aus diesem Buch probelesen.